Dieser Unfall hatte sich am Ende eines Staus ereignet, der sich wegen einer Baustelle gebildet hatte. Während die anderen Fahrzeuge bereit standen, hat ein 25-Jähriger das Stauende dann offenbar übersehen. Er ist beim Abbremsen in Schleudern geraten und mit hoher Geschwindigkeit gegen das Heck eines Opel Astra geprallt. In der Folge wurden dann noch drei weitere Fahrzeuge in diesen Unfall verwickelt. Der gerammte Opel fing sofort Feuer, die Flammen haben dann noch auf ein weiteres Auto übergegriffen. Diese Fahrzeuge sind vollständig ausgebrannt. Für eine Frau in einem der Autos kam jede Hilfe zu spät. Der Unfallverursacher war offenbar nicht angeschnallt, er wurde zunächst von Ersthelfern aus dem Auto herausgeholt. Er ist dann aber aufgrund seiner schweren Verletzungen an der Unfallstelle gestorben. Um das Geschehen rekonstruieren zu können, war eine Sachverständige vor Ort. Die A7 war in Richtung Würzburg etwa 5 Stunden lang komplett gesperrt.